Hallo, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video in der Reihe MySQL. Hier in dieser Aufgabe sollen wir das Produkt bestimmen, für das Quantity mal Quality maximal ist. Also schauen wir uns das kurz an. Wir machen ein Select und wir sollen den Produktnamen nehmen. Den sollen wir selecten. From dieser Produkttabelle. Und jetzt soll gelten, where der Preis, also dieser Preis mal diese Quantity maximal ist. Das heißt, wo die gleich. Jetzt müssen wir hier wieder ein Select machen. Select. Preis mal Quantity, aber davon das Maximum. From wieder diese Tabelle. Dieses Select. Also probieren wir das mal aus, ob das funktioniert. Aber wir müssen hier erstmal noch Klammern drumherum machen. Dann dürfte das funktionieren. Genau, jetzt haben wir hier einen neuen Select in dieser Where-Bedingung. Und wir wollen Preis mal Quantity maximal. Und zusätzlich wollen wir nur ein Produkt haben. Also hier kann es sein, dass wir mehrere Produkte zurückbekommen. Hier in diesem Fall bekommen wir 4 Produkte zurück. Das können wir einschränken mit einem Limit. Und wir wollen nur eins. Und welches wir haben wollen, das machen wir an der Reihenfolge fest. Wir wollen das davor noch sortieren und dann das erste. Also wenn wir das sortiert haben, steht die Cube-Kammer ganz oben, weil es mit C beginnt. Also machen wir hier noch ein Order by Name und wir wollen aufsteigend sortieren. Dann können wir das Ganze abgeben und haben alle Probetests richtig abgeschlossen. Und wenn wir es abgeben, haben wir auch alle anderen Tests richtig abgeschlossen. Und damit haben wir die Aufgabe erfolgreich gelöst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.